Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video gucken wir uns wieder den täglichen Gegenstandshop an und wir gucken mal, was für einen Skin wir heute neu bekommen haben. Wir haben nämlich einiges bekommen und das zeige ich euch sofort. Lasst jetzt schon mal gerne ein Abo, dann natürlich auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Gerne auch mein Creator Tag abchecken, METE-8 ist komplett kostenlos. Einfach angeben und mich wie ein Ehrenmann unterstützen. Damit ich dann mal sagen, gucken wir uns mal direkt den Shop an. Viel Spaß! Ja Leute, ihr seht es schon, wir haben wieder zwei neue Sachen bekommen heute im Shop, aber dazu kommen wir mal gleich. Und zwar fangen wir mit einem ungewöhnlichen Hanggleiter an. Fossilflug für 500 V-Bucks. Ja, das Ding sieht eigentlich ganz okay aus, kann man sich auf jeden Fall geben für 500 V-Bucks, ist nicht viel, aber mir persönlich gefällt es nicht so krass, also mich spricht es jetzt nicht so an, dass ich mir das Teil kaufen würde. Dann haben wir natürlich nochmal die Dschungelspeerin heute im Shop für 800 V-Bucks und Leute, das ist auch einer der Schwitzer-Skins, die aktuell gespielt werden, die Dinger fucken einfach nur noch. Aber also wenn ich die sehe, dann denke ich mir nur so, ciao Bruder, muss los, aber für 800 V-Bucks heute im Shop. Dann haben wir natürlich nochmal ein seltenes Emote, Adler für 500 V-Bucks, auch relativ cool, kann man sich auch kaufen, ist nicht viel, ist relativ wenig, ist so, ja, zweitgünstigste Emotes, die man sich kaufen kann für 500 V-Bucks, ist ganz cool. Aber wie gesagt, wenn ihr euch ein Emote kaufen möchtet mit dem Creator Tag METE-8, unterstützt ihr mich kostenlos, ein Ehrenmann auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich nochmal die Volleymeisterin heute im Shop, die bleibt ja zwei Tage lang, weil es einfach ein neuer Skin ist, mit dem abgenutzten Schläger auf dem Rücken, ganz cool, für 1200 V-Bucks, ein Skin, den man sich auf jeden Fall geben kann. Ja, süßer Rock auf jeden Fall, no pedo auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, dann haben wir nochmal ein Geist-Erntewerkzeug. 800 V-Bucks, Teil des Geheim-Syndikat-Sets, ist ganz cool. Ich finde diese leuchtenden Akzente ganz, ganz nice, also mir gefällt das. Aber ansonsten, ja, mir gefällt die so, ist relativ schlicht, nicht so groß, nicht auffällig und so weiter. Und deswegen finde ich für 800 V-Bucks ein ganz angepasster oder ja, ein angemessener Preis. So, dann haben wir nochmal Salto-Tastisch. Dieses Emote haben wir auch schon ein paar Mal im Shop, jetzt nicht allzu oft, aber für 500 V-Bucks, Digga, der zeigt nochmal seine Muckis und so, also richtig stabil, hatten wir bis jetzt 5 Mal im Shop, ist auf jeden Fall cooles Teil, wenn ihr Bock drauf habt, heute für 500 V-Bucks, wenn ihr noch V-Bucks braucht, unten in der Videobeschreibung habe ich Xbox und PS1-Karten verlinkt, könnt ihr euch natürlich gönnen und mich dabei unterstützen. Dann haben wir natürlich nochmal hier die neuen Dinge, die wir heute im Shop bekommen haben, böser Blick für 1200 V-Bucks, das Erntewerkzeug sieht einfach richtig fresh aus, sieht alles immer Teil des ewigen Konfliktsets, ja, böses Erntewerkzeug oder böser Blick, episches Erntewerkzeug. Ich finde, der sieht einfach mega nice aus. Also der leuchtet auch richtig, richtig krass. Und Leute, der kommt natürlich nicht alleine. Wir haben natürlich nochmal den Melkor-Skin bekommen oder Melkor-Skin für 1500 V-Bucks mit einem Rückenaccessoire. Melkor schwingen. Ja, richtig cool. Gefällt mir sehr geil. Leute, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr teilt meine Meinung und feiert das Ding auch. Wenn ihr euch das Ding gönnen möchtet, dann natürlich nur mit meinem Creator Tag und schickt es mir bei Instagram oder auf meinem Discord-Server. Denn ich antworte natürlich jedem zurück. Und wenn ihr es mir auf Instagram schickt, dann poste ich das in meiner Story und markiere euch natürlich auch nochmal. Das ist so eine kleine Sache, die ich euch zurückgebe. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst eine positive Wertung da, abonniert nicht vergessen, um weiterzupassen und natürlich auch die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.